Aber so entspannt wie jetzt wirken Sie da nicht immer. Nächste Woche findet in Salzburg das traditionelle FPÖ-Neujahrstreffen statt. Und da gibt es ein Prospekt dafür, das blenden wir jetzt auch kurz ein. Und da waren ursprünglich auf diesem Prospekt, das man da jetzt sehen kann, waren als Redner die Landesobfrau Sie und dann Norbert Hofer angekündigt. Nach einer Intervention aus Wien musste das aber dann geändert werden, gab es ein neues Prospekt und da stehen jetzt Sie als einziger Hauptredner und dann wurde auch noch das Foto von Norbert Hofer verkleinert gegenüber Ihren. Das sieht doch schon noch ein bisschen Konkurrenzkampf aus, oder? Da interpretieren Sie etwas hinein, aber ich verstehe das natürlich, dass die Medien und auch der politische Mitbewerber ein Interesse haben, künstlich eine Debatte zu inszenieren, die es bei uns nicht gibt. Das hat der Mitbewerber gemacht, das hat die FPÖ gemacht. Also, das ist eine Voreinladung gewesen, die eben nicht korrekt oder richtig war, die dann auch in Folge korrekt auch veröffentlicht worden ist. Und daraus macht man kein großes Drama. Sehr umstritten war in diesem Jahr auch Ihre Außenpolitik, zum Beispiel dieser Partnerschaftsvertrag mit der Partei Einiges Russland von Wladimir Putin. Putin gilt jetzt in der ganzen westlichen Welt als autoritärer Staatschef, der Grundrechte und Oppositionelle, also Grundrechte missachtet, Oppositionelle, kritische Medien drangsaliert, in Syrien Kriegsverbrechen begeht, sagt die UNO. Warum schließen Sie ausgerechnet mit so einer Partei einen Partnerschaftsvertrag? Ja, da müssen Sie oder muss ich Sie auch leider wieder korrigieren. Es ist ausdrücklich kein Partnerschaftsvertrag, sondern ein Arbeitsübereinkommen. Sind Sie da ganz sicher? Ja, steht also so auch im Vertrag drinnen. Sind Sie da ganz sicher? Arbeitsübereinkommen, ja, selbstverständlich. Dann das definiert. Das wundert mich jetzt deswegen, weil ich habe heute FPÖ-TV geschaut. Mhm. Und da gibt es ein Interview mit Ihnen zu dem Thema. Das können wir uns ganz kurz anschauen. Gut. Der Termin hier in Moskau war sehr wichtig, nämlich heute einen Partnerschaftsvertrag mit der Partei Einiges Russland zu unterzeichnen, ist ein ganz ein wichtiger Schritt in Richtung Friedensstiftung. Also vor zwei Wochen war es ein Partnerschaftsvertrag. Dann habe ich mich hier geirrt. Schauen Sie, ich möchte das auch hier noch einmal klarstellen. Wir Freiheitlichen sind gegen einen Austritt aus der Europäischen Union. Das unterscheidet uns auch von Partnern, mit denen wir in der Europäischen Fraktion da oder dort auch inhaltlich zusammenarbeiten. Das habe ich jetzt aber gar nicht gefragt. Aber Herr Stache, ich muss schon wieder auf die Zeit schauen. Ja, ja. Sie wünschen sich, dass Le Pen französische Präsidentin wird. Das zentrale Ziel von Frau Le Pen ist, dass Frankreich aus der EU austritt. Innerhalb von 6 Monaten will sie eine Volksabstimmung machen. Dann ist die EU kaputt. Warum wünschen Sie sich dann, dass Frau Le Pen Präsidentin wird? Marine Le Pen wünscht sich eine andere, neue Europäische Union. Eine Europäische Union, die nicht in Richtung zentralistischen Bundesstaat geht. Marine Le Pen wünscht sich eine Entwicklung auch in Europa, wo man endlich aus den Fehlern lernt und wo Reformen auch... Ein Frexit wird Teil meiner Politik sein. Innerhalb von 6 Monaten nach der Wahl wird es eine Volksabstimmung über den EU-Austritt geben. All das hat Frau Le Pen in den letzten Wochen gesagt. Das ist nicht etwas, was wir unterstützen.